Hallo liebe Leute und willkommen zurück an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Ja, unser letztes Topspiel war anscheinend nur ein kleiner Ausflug in den Tabellenkeller, weil heute, kann ich sagen, ein wirkliches Topspiel, nämlich Bayern München gegen Bayern 04 Leverkusen. Und mit dabei, welch eine Überraschung, der Dennis. Ja, moinsen zusammen, ne? Vielleicht hört das, der Hall ist ein wenig weg. Er hat sein Bett im Zimmer stehen, yay. Hey, ja, ihr habt ja wahrscheinlich schon... Dürften nächste Woche noch Videos von mir noch kommen mit Hall, damit ihr es versteht. Er hatte ja schon ein paar Topspiele der Woche bei uns gesehen. Habt ihr es gerade gehört? Er hat es angekündigt. Er macht wieder Videos. Ja! Also jetzt nach diesem Topspiel der Woche bin ich dann... das klappt nicht so ganz. Ja, das auch. machen wir so. Das heißt, der Hall-Effekt, der ist jetzt raus aus den Videos. Das dürfte jetzt auch nicht mehr so mit teilweise... wird das wahrscheinlich noch ein bisschen vom Mikro ausschalten. Das ist noch ein bisschen Einrichtungssache, um zu gucken. Aber man hört auf jeden Fall den Unterschied, das kann ich bestätigen. Ja, das ist schön zu hören. Ich meine, so ein 1,80x200er Bett sollte auch einen Unterschied bringen. Ja, Ribéry elegant daneben geschossen. Ja, Sam eiskalt verwandelt. Und Ribéry im zweiten Anlauf wieder daneben geschossen. Ja, Bayern ja konstant erster Platz, und da ist man drauf gekommen. Ja. Letztes Wochenende ja wieder Wolfsburg elegant vom Platz gefickt mit 6-1. Das Lustige ist, dass auch hier bei uns und bei uns der Season so ist, dass ich 3 Punkte hinter den Rivalen bin. Passt ja also so schön. Ja gut, in der Liga sind es ein paar Punkte mehr, das sind ungefähr 20. Ja, bei diesem Ballverlust, da sieht er ganz schön alt aus. Ja, fang ich hier schon. Sicken wie die Kanten sind doof an. Ich aber auch, mach da nichts draus. Ja, ich bin da. Ja, okay. Was war das jetzt hier? Bayer Logo. Einfach, ja, mal, einfach mal mit Lahm aus der zweiten Reihe. Genau, weil du meinst, weil du es kannst, ja? Lahm sowieso. Oh, Kisley. Ja gut, dass da ein Fuß dazwischen war. Ja. Ey. Warum spielt er da mit Tacke, ihr Idioten? Einfach mal. Oh. So, schöner Pass auf meinen Zukic. Das war eine klasse. Flanke war scheiße. Das war künstlich wohl wertvoll. Das war geplant. Aber das nicht. Das war jetzt nicht so geplant. Jetzt hast du die tolle Aktion wieder voll in die Scheiße gezogen. Ja. Hoffen wir da. Passiert so was, mein Gott. Die verstehen sich blendend. Alter Schwede, da rennt er einfach durch. Ja. Weg damit! Ja, mach ein Eigentor. Find ich auch in Ordnung. Sidney Sam. Hätte jetzt jemand nach vorne spielt. Kiesling. Zack! Wie kann man so eins vergeben? Verrat mir das. Ja, indem man die ist, diesen. Verrat mir das. Wie? Das ist eigentlich eine, das ist keine 100%ige, das ist eine 100.000%ige. Ja, aber sowas von. Die klassische Anspielstation. Schieße, Alter. Vorne drin im Zentrum arbeiten, die Mitspieler sehen und dann auch bedienen. Eieieiei. Abseits. Ach komm, das war kein Abseits. Überhaupt nicht. So, ich schmoren. Genau. Wir haben Tor geworden, eindeutig. Genau. Von mir. Hallo? Das ist groß. Jetzt ist mir aber. Vielleicht sollten der Matze nicht aufhören, immer das mit dem ersten Spiel des Tages, das wir spielen, zu machen. Stimmt, da war ja was. Aber eigentlich ist das eigentlich das Coolste, weil wir halt beide noch komplett unvorbereitet in die Spiele gehen. Ja. Sonst hättest du wahrscheinlich auch gerade die Torchance nicht so. Fahrlässig vergeben. Ja, die war schon schön rausgespielt. Wenn die natürlich zu doof sind, an den Innenpfosten dazu zu machen, statt an Außenpfosten. Was jetzt? Was? Hä? Was hab ich verpasst? Was war falsch? Hä? Oh, natürlich, ich hab den verteidigt. Es tut mir so leid. Wie kann ich? Vielleicht mach jetzt mal was ganz Verteiltes hier. Jetzt denkst du, das wird nicht gut gehen, Tor.
Nein! Auch noch die richtige Seite gewählt. So kann's gehen. Ich glaube, mit Alaba wäre er daneben gegangen. Ah, das war knapp. Ja, guck dir mal an. War zu straff geschossen. Alter Schwede, ich bin da ein bisschen wach, ich kann gar nicht hier, also, na. Ja, der Elfmeter war, die Elfmeterentscheidung war ein bisschen fragwürdig, muss ich sagen. Die war nicht fragwürdig, die war ungerechtfertigt. Gut, Hilbert hat sich das zwar reingeschmissen, so ein bisschen, aber ob das... Nein, das ist nicht pfeifen. Du bist Bayern. Ich hasse Bayern. Ja, aber du hast den Bayern-Bonus. Hatte ich den vor 2 Wochen im Topspiel gehabt? Nein. Nee, da hat's ja auch nicht den dritten Platz an der Backe. Da ging's gegen Schalke, ja, sag und Schalke, ich weiß. Kennst du die, ich glaube, die habe ich schon mal gemacht, aber ich muss ihn wieder bringen. Die wunderbare Kaffeemaschine, Kiesling. Die dann sagt, hier bitte Schale einfügen, oben ist ein Schalke-Logo drauf. Nee. Ich glaube, die habe ich dir noch nicht erzählt, ne? Es gab so eine von der Kaffeemaschine, da war das Schalke-Logo oben drauf. Da stand unten bitte Schale einführen. Okay. Oh oh. Was natürlich sehr schön anspielte auf die Hoffnungslosigkeit der Schalker bezüglich Meisterschale ein. Ja, ja. Meisterschale ein. Der berühmte schwache Fuß. Ja, und das Resultat spricht in diesem Fall Bände, Manni. Das sollte besser funktionieren. Ah, komm. Also, es ist ja nicht so, dass ich nicht durchkomme. Das sind nur die Abschlüsse. Ja. Komm, Leno. Geiler Kopfball. Besser als von manchen Feldspielern. Definitiv. Definitiv. Da liegt ein Stück Fleisch, wird das bitte aufstehen? Danke. Was war denn das für eine akrobatische Aktion? Okay. Ja, aber du! Hä? Castro. Das war Death. Castro! Oh. Den kann man sich schon mal geben. Aber war so schlecht, war nicht mal eine Wiederholung wert, hast gesehen. Du bist keine Wiederholung. Ey. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Komm, Rafinha. Schöne Flanke. Ja, wir haben aber heute ein bisschen mit den Flanken. Aber beiden so. Jetzt hat sie die Chance. Maciukic. Ja, dann hört so. Der VfB gegen Braunschweig auch nur... Klappt doch gegen Braunschweig vergangenes Wochenende, ja. Nein, da war nicht gegen Braunschweig, gegen Augsburg. Gegen Augsburg. Nein, Braunschweig hat gegen VfB gespielt. Hatten sie? Weiß ich nicht. VfB oder wer war es? Ich weiß nicht sogar. Da, ich glaube, VfB. Genau. Und auch nur 2-2. Nur ist gut. Braunschweig 2-2 gewonnen. Ja, die haben wenigstens Punkte gemacht im Vergleich zu einer anderen Mannschaft. Ja. So, da müssen wir nicht drüber reden, ne? Klapper hat mal wieder rekordtief. Gegen Augsburg kann man mal verlieren. Nein. Nein, weiß Gott nicht, das hätte sein müssen. Was ist die Niederlage? Oder die 3 Punkte? Du weißt, jetzt hat dein Kaiserslauter einmal wieder gewonnen, ne? Das war auch mehr Glück als Verstand, glaub mir. Ja. Weißt du? Das 2-1 von Diktat war noch abgefälscht. Unhaltbar. Machst du wieder große Töne. Fängst du wieder an, ne? Klar. Ohne Klein! Oh ja, ein harter Zweikampf. Komm. Immer noch die zweite Hälfte. Javi Martinez? Ja. Ach komm. Das ist ein Freistoß. Nah am Tor, aus vielversprechender Position. Ja, etwas zu viel Druck hinter gehabt. Hättest du dir auch sparen können. Ja, 2-0 zur Halbzeit, ne? Ja, neues Rekordtief bei mir. Ja, unfassbar, also... Ich will auch mal wieder ein Topspiel gewinnen, also. Noch sind die letzten 10 Minuten nicht gespielt. Das stimmt allerdings, das Ergebnis sagt mir irgendwas, das 2-0. So, ich frage mich zwar, warum er nicht drin ist, aber gut, holen wir rein. Hason. Ich hab den nicht so genannt. Ha, ein Sohn. Während der Matze hier noch fröhlich rumwechselt. Ah ja, nur 2 Wechsel. Zeitgleich wollen die beiden Trainer nochmal neue Leute in die Partie bringen. Ja, Wolfes. Team. Ja, komm.
Ah, jetzt war es anders. So, ja, so ist es. Der war nämlich nicht drin, aber kann es wieder drin und kann es einfach mit DK werden. Kann es einfach nicht. Der kann es nicht, richtig. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Da war ich gerade surprised, dass schon Ball war. Einfach mal im Arm schießen neben den Kiesling. Einfach neu ein bisschen trainieren, sagst du. Einfach. Damit er nicht ganz kalt wird da hinten im Tor, sagst du. Richtig. Warum war denn da keiner? Das ist ja selber Kruse. Zack. Du geiler Sohn. Ja, jetzt cool Anschlusstor gemacht. Zufall. Alles Zufall. Natürlich. Was Robin jagt. Dass es nicht entscheidend ist, wie oft du aufs Tor schießt, sondern wie genau. So, was machst du jetzt? Wir sind heute aber erstaunlich ruhig, finde ich, weil wir haben heute kein Quatschwasser gesoffen anscheinend. Nein! Wir sind heute, der Matze macht einen heute auf konzentriert. Ich will heute vielleicht gewinnen, mal in dem Video. Genau. Ist lange her, wo das letzte Mal war. Im Videobeweis. Foul. Elfmeter. Das frühe Stürmen ist das Sieg und schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Mit noch ein Foul. Voller Einsatz gegen den Mann. Was machen die da? Alaba. Die mögen sich. Mama, Mama. Ekelhaft. Die haben ganz viel Liebe zu verteilen. Meinst du? Schweinsteiger. Liebe mit Hiebe. Groß. Mandzukic. Der war scheiße, der Kopfball. War nix, ne? Es geht doch, es geht doch. Der Winkel stand nicht gut zum Ball, Mandzukic. Ribery. Wer will ihn? Den Ball. Da liegt er doch. Hat er mal die Tür. Einfach mal mit Lahm draufschießen. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Und der FC Bayern hat hier einen Eckball rausgeholt. Mandzukic. No. Kiesling. Warum standest du da auf der Linie noch? Wenn man das so macht. Und da klebt der Ball Arjen Robben an den Füßen. Da klebt der Ball. Was? So, jetzt bin ich mal gespannt, was ja, der Schiedsrichter macht. Das ist die Robbe gejagt. Hier klar den Gegner. Das war Kumpst jetzt vorbei. Ja, so etwa. Der Verarschung hier. Durchgehend. Die sah im Ansatz gut aus. Jetzt ist der Punkt. Komm. Was war? Leck mich. Abseits. Wie sollte ich denn da das zweite Tor machen? Am besten gar nicht. Ja, ja. Ich bin klar. Mensch, grätsch doch! Das wäre zu gut. Hat einen Schlag in den Händen. Das wär echt zu gut, wenn du das nie so schaffst. Aber in der Aufnahme, wo du mal gewinnen könntest und dann nicht mehr gewinnst, weil du einen Spieler verlierst. Da stand die falsche Adresse drauf. Ribery, schießt doch! Ist der dämlich! Franz Zacke, ey, was Baguette zu groß oder was? Hast du nicht ganz runtergekriegt? Hängt er noch im Hals oder was? Achtung, hier brennt sich vielleicht was an. Komm, nein! Wenn du nicht darfst, wenn ich nicht darf, dann darfst du auch nicht. Oh, wie Bär! So einfach ist das. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Ja, noch habe ich Zeit. Und hier kommt die Ballbesitz- noch haben beide Parteien Zeit. Und die besagt, kein Team hat wirklich einen Vorteil. Ich wollte es gerade sagen, noch haben beide Zeit. Alaba. Ich habe auch noch Zeit. Hi, zum Funny, oder? Mandzukic. Ach. Ein Versuch der Balleroberung. Jetzt ins Tor. Mandzukic. Geno. Er hätte sich auch noch reindenken können. Immer direkt so ein Schmarrn mit sich. Rafinha. Arjen Robben den Ball besitzt. Oh, oh, oh. Foul. Und jetzt starten sie einen Konter. Und der muss jetzt rein. Ach, aber nicht so. Nee. Nicht mit hier Kreisliga-Niveau im Angriff, Kollege. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Ja, wieso bleibst du da stehen, wenn ich fragen darf?
einfach mal ein bisschen riskieren muss. Na, wegen sowas mag ich die Bayern nicht. Das ist die Arroganz. Ja, genau, deshalb mag ich sie nicht. Ist doch logisch, oder? Ist doch nur verständlich. Eigentlich verständlich hier ist, dass ich langsam mal den Anschlusstreffer. Du hast ja einen Anschlusstreffer. Das Ausgleichstor schon. Meine Siegesserie darf jetzt nicht reißen gegen dich. In den Topspielen der Woche. Ich hab ihn runtergeflankt. Fällt jetzt der entscheidende Treffer nach diesem Eckball? Das ist die Frage. Gefährlich. Es ist ja nicht mehr so lang. Ja. Fantastischer Kopfball. Schnell zugegriffen vom Torwart. Der Manuel. Und vielleicht können Sie mit dieser Ecke den Das einzige Kompetente war, dass das damals für Schalke war und das haben sie noch weggekauft. Ein bildschöner Kopfball. Aber ein super Reflex, er hat ihn. Das stimmt wohl. Da ist gar keiner da vorne. Schau mal rein. Ich dachte, der bleibt jemand immer so schnell und bleibt davon. Weißt du wie? Über die Seitenlinie. Nicht die beiden. Spender. Kiesling. Das sind genau die Ach, komm. Wo sich der ganz Große vom Guten unterscheidet, wenn richtig ja, das ist da ist. Also hier zu erkennen, viel zu unkonzentriert. Arjen Robben den Ball besitzt. Au, Es geht noch dran, Leno! Dafür das Gezuppel und so müssen sie aber auch noch irgendwann anfangen zu pfeifen, ey. Das war ja Behinderung vom Allerfeinsten. Einzig Behinderte ist deine Mannschaft. Das will ich nicht verneinen. Ich bin schon wieder. Wer will ihn? Den Ball, da liegt er doch. Ja, ich glaube, mit dem Topspiel machen uns wieder verdammt Nein! viele. Ich glaube, mit dem Topspiel machen uns wieder verdammt viele Feinde. Das ist mal ein Graus. Ja, Ja. Jo! Kurios, aber was ist passiert? Ja. Hier reißt meine Top-Spieler-Woche-Serie. Seit Wortes. Aber das beschädigen wir, das ist so ein typisches Bayern-Spiel. Ja. Sowieso. Und in dem Sinne ein langweiliges Wochenende. Ja, dann haut rein, Leute. Ciao, ciao. Ja.